Guten Tag oder Abend oder irgendwas anderes. Hier ist Ritter von Bier und ich spreche heute zu euch, um Danke zu sagen für 40 Abonnenten. Das ist wunderbar. Und da habe ich mir gedacht, zur Feier des Tages machen wir uns doch einmal über stereotypische Aussagen der Flachis lustig. Ich meine natürlich, werfen wir einmal einen Blick auf stereotypische Aussagen von Menschen, welche den Glauben an die flache Erde vertreten. Und dazu habe ich mich in Gefilde begeben, wo ich nie wieder hin will. Seien es Foren oder YouTube-Kanäle, welche diese Theorie vertreten. Von meinen 20 übrigen Gehirnzellen befinden sich 15 in Therapie. Ich hoffe, das war es wert. Achso, und bevor ich anfange, dieses Video soll niemanden verletzen oder bloßstellen. Es handelt sich um Satire und garantiert wird es Menschen geben, die diesen Satz hier vollkommen ignorieren, aber das ist deren Problem. Viel Spaß! Nummer 1. Die runde Erde ist eine Lüge der Regierung. Okay, alles klar, aber warum? Was juckt es denn die Regierung, welche Form ein Planet hat? Werden die davon reich? Wollen die uns diverse Forminformationen vorenthalten? Und was würde das nützen? Was würde denn passieren, wenn diese Lüge der Regierung auffliegt? Oh mein Gott, die Erde, sie war schon immer eine Scheibe. Mein komplettes Leben, es wird sich jetzt alles ändern. Oh mein Gott! Naja, ich gehe jetzt erstmal zu Meckes. Was ich damit sagen will ist, selbst wenn die Erde eine andere Form hätte, es würde niemanden was nützen, weil man könnte es eh nicht ändern. Nummer 2. Satelliten, welche die Erde umfliegen sollen, sind ein Schwindel, weil es ist noch nie ein Satellit vom Himmel gefallen. 11. Juni 1979. Teile der Skylab Space Station landeten irgendwo im Meer an der westlichen Küste Australiens. 10. November 2013. Der Satellit GOCE stürzte in den Atlantik. 2020. Teile des Satelliten OGO-1 fallen über Tahiti vom Himmel. Das sind zwar jetzt nur ein paar Beispiele und ich wette, ich habe die Namen der Satelliten vollkommen falsch ausgesprochen, aber ihr könnt da ja mal selber drüber schauen. Nummer 3. Ihr plappert doch nur alle das nach, was euch in der Schule über die runde Erde erzählt wurde. Und ihr plappert nur das nach, was ihr irgendwann mal irgendwo auf irgendwelchen dubiosen Internetseiten oder Facebook-Artikeln gelesen habt. Oder bei Detlef Bär auf dem Kanal. Nummer 4. Die Schwerkraft existiert nicht. Doch. Nummer 5. Aber das steht so in der Bibel. Ach, das steht so in der Bibel? Alles klar, das ist natürlich der Beweis. Ich meine, in dem Buch, wo ein Typ mit seinen Sandalen über Wasser gegangen ist und dann Wasser zu Wein verwandelt hat und wo ein Typ die Frau von einem anderen Typen aus der Rippe des anderen Typen geschaffen hat. Das ergibt natürlich Sinn. Oh, und wenn wir gerade mal davon sprechen, möchte ich euch meine neue Glaubensschrift nahebringen. Harry Potter. Da steht nämlich drinne, dass man durch Toiletten ins Ministerium für Magie gelangen kann. Und das muss ja stimmen. Hey, aber wisst ihr, was noch lustig ist? Wisst ihr, was noch lustig ist? In der Bibel steht nirgendwo drinne, Wort für Wort, dass die Erde eine Scheibe ist. Nirgendwo. Das wollte ich nur mal erwähnen. So ganz am Rande. Oh, jetzt habe ich wieder einen Witz gerissen. Oh Gott, oh Gott. Nummer 6. Wo ist denn dann der Rand? Die Erde hat nämlich keinen Rand. Okay, über diesen Satz musste ich zweimal drüber schauen. Es wird anscheinend noch behauptet, dass die flache Erde keinen Rand hat und bis in die Unendlichkeit weitergeht. So wie eine Kugel? Wie zum Teufel verhält sich das dann mit den anderen Planeten? Oder schwabbeln die am Himmel rum wie ein Mobile? Oder kreisen die doch um die Erde? Aber wie soll das möglich sein, wenn die keinen Rand hat? Entstehen so Erdbeben, weil ab und zu ein Planet einfach in die Erde reinrasselt und stecken bleibt? Fragen über Fragen und keiner weiß die Antwort. Nummer 7.
Die Sonne geht weder auf noch unter, sondern wandert auf der Erdscheibe im Kreis. So, ich sage jetzt mal nichts dazu, sondern zeichne einfach einen kleinen Kreis. Dort mache ich jetzt einen Punkt in die Mitte und da ist, sagen wir mal, Europa. Jetzt nehme ich einen kleinen Stift und male einen Kreis für die Sonne und einen anderen für den Mond. So, wunderbar. Und die hängen da oben drüber und drehen sich im Uhrzeigersinn. Merkt euch das. So, und sagen wir mal, das hier ist jetzt der Lichtkegel der Sonne. Da ist immer so, dass die Hälfte immer beschienen wird. Und seht ihr den Fehler? Dort am Mittelpunkt. Wenn wir das Ganze jetzt drehen, müsste demnach immer Tag sein. Nehmen wir jetzt mal an, ein Teil von Europa. Da wäre dann immer Tag. Verkleinern wir jetzt aber mal diesen kleinen Leuchtkegel-Radius-Gedöns und tun das Ganze wieder drehen, dann müsste eine Stelle in der Mitte nicht beleuchtet sein. Da wäre also permanent Nacht. Seht ihr, worauf ich hinaus will? So, das Ganze lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Nummer 8. Die anderen Planeten existieren nicht und sind nur Lichter. Wow, krasse Lichter. Aber warum sehen wir die dann nicht? Wenn die doch so hell wie Lichter sind, müssten wir die doch wie Sterne sehen. Oder sind die Sterne die Planeten, welche Lichter sind? Und gibt es Sterne überhaupt? Oder sind Sterne Hologramme? Warum strahlt uns der Mond dann nicht volle Kanne in die Fresse, wenn's Nacht ist? Ach nee, warte, der ist ja auch ein Hologramm. Hab ich vergessen. Aber wird da der gleiche Diaprojektor benutzt wie beim Mond? Ich muss das wissen. Und gibt's diesen Diaprojektor bei Amazon? Oder muss ich da zum Mediamarkt? Ich brauche Antworten. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt zum Mediamarkt und hol mir auch so einen Projektor. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tüdelü.